So, mir ist gerade aufgefallen, dass hier tatsächlich zwei Wachen stehen, die unser Eindringen offenbar noch gar nicht bemerkt haben. Also es sind nicht nur diese Person und diese paar Leute, die hier sind, sondern auch tatsächlich der Herr und diese beiden, die ich vielleicht mal beachten sollte. Ich nehme an, ich soll sie am besten mal nicht ansprechen, sondern ich schieße direkt einfach mal so an. Werde ich gut auf mich zu sprechen sein. Obwohl, ich habe gerade gespeichert, warum kann ich mal ansprechen? Hallo? Hallo? Okay, dann halt nicht. Dann schießt man gleich auf dich und zwar beginnen mit, ja, mit dir. 95%. Ich wollte gerade sagen, dich soll ich wohl treffen aus der Entfernung. Obwohl mit dem Scharfschützengewehr ist das schon echt eine Ansage. Geh mal einen Schritt zur Seite. Natürlich triffst du mich. Alle anderen dürften auch irgendwie reagieren, genau. Ward 15 Wache benutzt Mentats. Okay, ihr pumpt euch also auf. Du bist wieder dran. Wahrscheinlich hat er damit mehr Aktionspunkte. Gleich reagieren meine Leute. Genau, einmal du. 48 Trefferpunkte, das war schon sehr gut. Ah, ich bin wieder dran. Wunderbar, wie sieht's bei dir aus? Du hast noch volle Lebenspunkte, das ist ganz wunderbar. Dann schießen wir gleich mal auf dich, weil du so schön nah dran bist. Läuft ganz hervorragend. Geh ich wieder einen Schritt zur Seite. Du nimmst irgendwas wahrscheinlich, Stimpak. Schießt wieder auf mich. Nicht schön, aber es passiert. Diese Runde muss ich erstmal hauptsächlich überstehen. Das wird wahrscheinlich die schlimmste Runde für mich. Oh ne, die nächste Runde wird die schlimmste. Weil da sind vier Leute scharf auf mich. 48 Trefferpunkte habe ich noch. Das sollte wohl gehen. Du bist wahrscheinlich eh bald tot. Na, 33, das passt schon. Ihr habt irgendwie alle keine richtigen Waffen, kann das sein? Egal. Nehmen wir gleich mal dich aufs Korn. 36 Trefferpunkte. Ich gehe einen Schritt weg. Nimmst wahrscheinlich wieder ein Stimpack. Alle schießen auf mich, alle schlagen auf mich, je nachdem. Aber bei den Schlägen habe ich zumindest die Hoffnung, sehr gut, Zulik, dass die an meiner Rüstung abprallen. Okay, das Gewehr dummerweise nicht. Ich werde nächstes Mal, glaube ich, ein Stimpack nehmen müssen. Oh ja, sehr gut. Ja, ich nehme doch einmal ein Stimpack. Und zwar nehme ich das aus meinem... Warte mal, ich habe 8... nehme ich ein Super Stimpack? Komm, ich nehme Super Stimpack. Ich habe sowieso wahrscheinlich so viel... Kriegst du wahrscheinlich so viel Geld. Dass das durchaus in Ordnung ist. Da kann ich jetzt noch einmal normal schießen. Wie viel Leben hast du? Du hast noch 55. Wie viel hast du? Du hast noch 40 nur. Du hast noch 75. Deswegen schieße ich einfach mal dich an. Ich brauche mal 7 Aktionspunkte. Deswegen schieße ich dich einfach mal normal an. Immer 9 Punkte zusätzlich. Ach, du lebst auch noch da unten. Na gut. Aber ich glaube, das Treffen war weniger das Problem. So, wäre okay, genau, wenn jetzt mal ein paar Leute langsam mal zu Tode kämen. Ein paar Leute, die nicht ich bin oder nicht zu meiner Gruppe gehören. Okay, ich bin offensichtlich der Tank hier. Aber andere sterben da dafür auch schon, das ist ganz gut. So, ich werde das Ganze ein bisschen unterstützen, indem ich eben mal auf dich schieße, weil du gehst mir jetzt wieder auf den Sack mit deinem Gewehr. Sehr schön. Und ich begebe mich etwas mehr dorthin. Und hoffe, dass ich diese Runde jetzt mal überlebe. Sieht bisher ganz gut aus. Zwei Leute können auch auf mich einwirken. Okay. Ich könnte wieder so ein Stimpack nehmen, aber bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ich habe letzte Runde nur 16 Lebenspunkte verloren. Nur. Das passt schon. Du hast noch 64. Du hast noch 40 von 70. Und du hast noch 75. Also schieß einfach mal auf dich und töte dich vielleicht sogar. Was auch tatsächlich der Fall ist. Wunderbar. Gut. Okay. Daneben, sehr gut. Blut und Finsternis. Ach, was für eine wunderschöne Aussage. Ich gehe mal ein bisschen mehr Risiko ein. Gehe ich doch nicht, denn ich habe keine Munition mehr. Deswegen lade ich einfach mal. Gehe in mein, voilà, in mein Inventar, würde ich sagen. Und nehme mir einfach ganz normale Stimpacks. Ein paar habe ich ja noch. Ich muss aber bald mal wieder auffüllen, glaube ich. 15 Stück habe ich noch. Nehme ich mal so 2, 3 Stück. Da, 3 kommen. Wunderbar. Damit ist mein Zug rum. Und ich dürfte den restlichen Kampf wohl doch ganz gut überleben. Ach, ein Messerchen. Feine Dame, was? So, die Dame dürfte langsam mal hier zu Tode kommen. Ist wäre nicht schlecht. Übrigens könnt auch mal Roger und Zulik mal wieder zuschlagen, zubeißen, wie auch immer. Du hast noch 29, okay. Du hast noch 75 und du hast noch ebenfalls 75. Das heißt, ich schieße einfach mal auf dich. Treffe vielleicht sogar deine Augen. Und werde dich schwer beschädigen. Blindheit 60 Punkte. Sehr gut.
Ja. Rar, sagt sie. Na, ob er das helfen wird, ich glaube eher nicht. Wahrscheinlich stirbt sie gleich. Tatsächlich stirbt sie. Dürfte auch bald sterben. 16 Trefferpunkte, ganz genau. Und du kriegst wahrscheinlich auch jetzt reichlich Schaden. Ja, doch. Sehr angenehm. Geh mal einen Schritt zur Seite. Durch diese Bewegung beeindruckt oder beeinflusst, ziehst du gleich daneben. Ich beende den Kampf, bekomme 1800 Erfahrungspunkte. Sehr, sehr geil. Ist jemand am Leben noch, der mich irgendwie stören könnte? Nö. Sehr gut, dann speichere ich das Ganze mal. Also die Kämpfe laufen wirklich ganz hervorragend, gerade mit den neuen Waffen. Insbesondere mit meiner Waffe jetzt gerade. Ich lade mal nach. Und schau mal an, was denn dieser Haufen Dreck hier so zu bieten hat. Ihr habt Granaten, ihr habt etwas Geld, 4 Stimpacks, super. Und Waffen und Munition, vielen Dank. Ich will jetzt liegen lassen, ein super Stimpack und ein Kampfmesser und etwas Geld, auch gut. Hier ist wieder mal, oh, sehr gut. Kann ich leider nicht alles tragen, dann nehme ich wenigstens das mit. Und die Munition wird wahrscheinlich das Schwerste sein. Ja, die Waffe geht noch, ne, geht nicht, das Stimpack geht noch, die beiden Granaten gehen wahrscheinlich noch. Okay, dann werde ich ja wieder Cassidy anhauen, der günstigerweise gleich hier neben steht. Hallo Cassidy, lass uns mal ein paar Dinge tauschen. Wieder mal 20.000 Waffen kriegst. Du kriegst ein Kampfmesser und diese Pistole und die ganzen Granaten hier und diese Waffe und 144 Schuss Munition. Weitere, es sind immerhin 25 Pfund, das ist doch schon mal ganz nett. Lass uns das tauschen. Wenn wir irgendwann einen Händler finden, der genügend Geld hat, dann machen wir doch locker mal, weiß nicht, 20.000 vielleicht. So, ein Gewehr mit sehr viel Munition. Aber ich habe, glaube ich, bei dir noch irgendwas liegen lassen. Liegt alles auf einen Haufen, komischerweise. Na komm schon. Genau, die Waffe habe ich noch nicht genommen. Und hier ist noch jemand. So viel kann ich nicht tragen. Ja, okay. Nehme ich das mit. Und die mit. Und kann ich die Munition mitnehmen? Oder ist es die Waffe, die so schwer ist? Ja, die Waffe ist so schwer. Ja, Cassidy, du kennst das Spiel. Tauschen. Nimm ruhig die ganzen Päckchen hier mit. Das da und das da. Und das hier und das da auch noch. Nochmal 26 Pfund. Hier, bitteschön, tauschen. Jetzt muss die Frage, ob du gleich langsam überlastet bist, aber okay. Das wär's erstmal. Wir müssen wahnsinnig viel wieder in unseren Kofferraum einladen, glaube ich. Und das Ding nehme ich auch noch mit. Sehr, sehr schön. Ich speichere erneut. Ich würde vorschlagen, dass wir uns einfach mal ganz kurz hier bis zur Highlander-Gruppe ausruhen. Das wird zwar eine ganze Weile dauern, weil ich ziemlich schwer beschädigt bin. Aber ich bin auch der Einzige, der überhaupt beschädigt ist. Was habe ich denn? Ich habe 6 Trefferpunkte verloren. Warum? Bin ich so schwer verletzt, oder was? Muss ich gleich mal nachgucken. Vielleicht muss ich doch mal mit Medizin auf mich einwirken lassen, um irgendwelche schweren Verletzungen loszuwerden. Ah. Und das hier unten gar Strahlung. Das wäre natürlich nicht so geil. Wäre auch nicht schlecht, wenn man den Heilungsprozess irgendwie aussetzen könnte, unterbrechen könnte, aber naja gut. Oder man sagt sowas, wie man heilt irgendwie 20 Trefferpunkte oder man heilt, naja gut, okay, das wäre wahrscheinlich zu viele Optionen hier einfach mal. Hätte vielleicht auch einen Unterpunkt hier einfach machen können. Aber gut, wir sind eh gleich fertig. 5 Punkte haben wir noch. Oder 2 jetzt. Und zack, sind wir alle ausgeruht. Wunderbar, haben wahrscheinlich wieder 20 Tage gewartet. Wir speichern mal wieder. Habe ich irgendwelche schwerwiegenden... Oh, falsche Taste. Habe ich vielleicht irgendwelche schwerwiegenden Verletzungen? Opfer, Karma. Ansehen, Bonus ist mir gerade egal. Anziehende Persönlichkeit. Ist irgendwas gerade schlimm passiert? Ich habe hier keine großen Verletzungen. Ich bin nicht irgendwie mutiert aus in irgendeiner Weise. Habe ich irgendwie Status? Ne, Status gibt leider nicht meinen Status wieder, sondern nur die anderen. Also den Status von meiner Mission sozusagen. So, lass mal kurz mit der Umschalttaste schauen, ob wir hier irgendwas rumliegen haben. Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Ich gehe davon aus, dass es hier irgendwelche Fallen gibt irgendwie, aber wir müssen uns damit abfinden, weil wir überhaupt keine Punkte in Fallen suchen hineingesteckt haben. Schauen wir mal kurz mal nach, ob wir hier noch irgendwelche anderen Dinge finden. Ob wir vielleicht irgendwelche Wandtresore finden. Der Computer sieht ziemlich im Eimer aus, deswegen müssen wir da nicht groß nachgucken. Wir gucken uns natürlich jede Tür an, also jeden Raum. Der Strom ist offensichtlich nicht zum Laufen bekommen worden, denn wir haben hier überall Fackel. Was ist das denn? Warte mal. Ach nee, das war nur meine Stiefel. Das sah kurz aus, ob da irgendwas am Boden liegen würde. Gut. Hier. Hier kam ja, glaube ich, ein paar raus. Ne, hier kam ein paar raus. Okay, das scheinen mir einfach nur ganz normale, generische Räume zu sein, wie sie auch schon in Fallout 1 öfter mal zu finden waren in irgendwelchen Vaults.
Hier haben wir noch einen wunderschönen Stuhl. Das ist der einzige in der Art, den wir hier so sehen. Kann man daran irgendwas machen? Ein Stuhl. Nur schade, dass du keine Zeit zum Hinsetzen und Entspannen hast. Da muss ich die Zeit auch manchmal nehmen. So, hier ist der Generator offensichtlich. Was ist das denn hier? Ach, ein Stuhl. Okay. Der Generator. Was kann der? Wahrscheinlich Strom generieren. Speichern. Der Generator scheint im Notfall Standby-Modus zu laufen. Die Ausgangsleistung ist minimal. Okay, kann man damit irgendwas machen? Reparieren? Du kannst keinen Fehler finden, es funktioniert einfach nicht. Okay. Ich gucke jetzt noch ein drittes Mal, meine ich. Okay. Es funktioniert einfach nicht. Okay, müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwas machen können. Vielleicht können wir mit unserem Werkzeug nochmal rangehen. Vielleicht ist unser Reparierenwert zu gering. Der ist gerade bei 100 oder sowas, nicht wahr? Genau, bei 100. Man kann ja nie wissen. Aber hier ist ein Schreibtisch. Das erste Möbelstück, in dem ich irgendwas entnehmen kann. Schauen wir mal so mal nach, was es hier gibt. Und hier ist noch ein Wandtresor, wie ich sehe. Ganz klein versteckt. Oh ja, was ist das denn hier? Eine 223er Pistole. Ich glaube, die sieht ganz gut aus. Cats and Paws, sehr gut. Wir haben ein Pfadfinderhandbuch. Auch das ist sehr schön. Kann ich leider alles nicht tragen. Nämlich wenigstens das Buch mit. Den Dietrich, Cats and Paw. Ja, die Munition dürfte das Problem sein. Warte mal. Wie viel Schaden machst du denn? Du machst 20 bis 30 Schaden. Du bist fast so gut wie meine... Also eigentlich bist du besser vom Minimalschaden als mein Scharfschützengewehr. Muss man schon mal sagen. Reichweite 30 ist natürlich nicht so groß, deswegen werde ich auf mein Scharfschützengewehr, glaube ich, noch so ein bisschen bleiben. Aber vielleicht kann man mit dir ja gezielt schießen. Warte mal ganz kurz. Wie viel AP brauchst du? Wahrscheinlich nur 4. Ah, 5 brauchst du. 5 und 6. Aha. Gut, dann gebe ich mal Sulik die Waffe. Ach, ich hab's ausgerüstet, ich Idiot. Das wär's erstmal. Dann gebe ich mal Sulik die Waffe, wollte ich sagen. Und dem Kessel die Munition, nicht, dass der die irgendwie einsetzt. Ich wollte eigentlich super Stimpack nehmen, weil nämlich jetzt normales. Naja, wohl, normale Stimpacks sind dumm. Es ist besser, im Kampf einen super Stimpack bereit zu halten, dass ich mal schnell für 2 Punkte nutzen kann, als ein super Stimpack. Nee, andersrum. Es ist besser, einen super Stimpack bereit zu halten, dass ich für 2 Punkte nutzen kann, als ein normales Stimpack, weil ein normales Stimpack hilft mir im Prinzip einfach nur diese nächste Runde vielleicht genauso auf demselben Stand wieder dazustehen wie die Runde vorher. Lass du wollen. Und wenn ich mich ganz heilen will, gehe ich einfach ins Inventar rein und heile mich mit anderen voll. So, Cats and Paws, hast du die? Oder habe ich die in den Kofferraum gelegt? Ich habe die in den Kofferraum gelegt. Dann kannst du das auch noch haben. Mantels habe ich noch mitgenommen, aus irgendeinem Grund. Und da hat wahrscheinlich irgendjemand dabei gehabt. Okay. Und hier, warte mal, ich kann nicht die dir auch erstmal geben. Wiegt auch nur unnötig. So, ich habe übrigens völlig vergessen, was für Munition ich brauche. 723er, kann das sein? Oder 76, nee. Das ist Magnum, okay. Ich glaube, Magnum brauche ich gerade gar nicht. Und es wiegt ganz schön viel. 14mm SKG, das könnte es natürlich sein. Oder, nee, 223er VMG. Ah ja, das ist für diese Pistole. Okay, die muss ich ab und zu mal vielleicht mal nachkaufen. Aber ganz ehrlich, jeder Schuss ist da echt Gold wert. Ich habe mit so vielen Schüssen bis jetzt, hier tauschen übrigens, habe ich schon Leute getötet mit einem einzigen Schuss, in dem ich einfach gut auf die Augen zielen konnte. Das ist so ein Geschenk gerade. Mittlerweile hat der Tobias durchaus schon einiges an Kampfkraft dazu gewonnen. So. Ganz kurz, kann man mal gucken, wie viel das wiegt eigentlich? Nein, kann man nicht. Sehr schade. Schauen wir uns mal den Tresor an. Falle? Keine Falle. Oh, 4 Stimpacks. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Achso, warte, Cassidy, ich gebe gleich mal das Zeug, weil sonst vergesse ich das direkt wieder. Nee, nicht Cats and Paws. Hier. Ach, das war die Munition. Ich verstehe. Das war die für mein Gewehr günstigerweise schon. Ist aber vielleicht ein bisschen schwierig. Wie viel haben wir denn davon jetzt? Wie viele Magazine? 5 Stück. Ich gebe dir mal 2. Obwohl, es sieht 4 Pfund. Ist egal. Dann nimm wir es wieder. Ich breche das ab. Vielen Dank. Danke für deine Aufnahmebereitschaft, Cassidy. Wir speichern das Ganze wieder. So, was ist hier denn? Es ist eine Wand. Und hier ist irgendwas rausgerissen, oder was? Nichts Ungewöhnliches sehe ich hier. Kann man hier an den Schreibtisch irgendwas machen? Nein. Kann man hier
in der Nasszelle irgendwas machen? Nein. Ist aber auch super gerät. Ich meine, ganz ehrlich, das ist eine Vault. Das braucht eigentlich ein ganz gutes Abluftsystem. Aber wenn man zum Beispiel hier schläft und hier sein Geschäft verrichtet, wahrscheinlich hier in der Regel duscht, schätze ich mal, dann muss man mal sagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Duft hier um die Ecke weht, relativ groß. Also brauchst du hier oben irgendwie ein gutes Abluftsystem. Können wir gerade nicht sehen, also gehe ich mal davon aus, dass es das hier gibt. So, sehe ich hier irgendwas Besonderes? Nein, bisher nicht. Ein Tisch, ein Gemeinschaftsraum wahrscheinlich, zwei Tische. Kann man hier irgendwas sehen an den Paneelen? Kann man nicht, nein. Könnte man bestimmt gut aufmachen, weil Star Trek hat irgendwelche interessanten, wichtigen Röhren und Leitungen dahinter. Ich speichere doch mal, weil ich immer so ein bisschen erwarte, dass hier irgendwelche Fallen noch sind. Und gehe auch mal in diesen Raum rein. Und tatsächlich sehen wir hier auch irgendwelche Leitungen. Wichtige Leitungen, sehr gut. Cassidy ist überladen. Oh, Cassidy ist überladen. Gut, dass ich mal darauf hingewiesen werde. Cassidy? Wir sollten mal ein paar Dinge von dir auslagern. Ich kann ja erstmal so 20 Pfund rübernehmen und die Suli geben. Hier 19, nehme ich das Wassermesser noch. Kann ich das nehmen? Kann ich, sehr gut. Kann ich noch die Waffe hier nehmen? Kann ich auch. Und die Waffe wahrscheinlich nicht mehr. Nee, so viel kann ich leider nicht tragen. Aber vielleicht die Desert Eagle noch. Nee, kann ich auch nicht. Okay, dann sprechen. Gut, dass es dran steht. Ich muss dringend mal zum Kofferraum und muss da mal ordentlich Kram abladen. Sulik, mein kleiner zweiter Lastesel, nimm mal den ganzen Kram hier. 28 Pfund ist doch schon mal nicht schlecht. Tauschen wir gleich mal ein. Und hoffen, dass der Cassidy nicht mehr überladen ist. Müssen wir jetzt hier unten irgendwo sehen. Sieht gut aus. Okay, damit dürften wir hier so ziemlich alles haben. Ich werde einmal noch versuchen, gerade mal speichern, hier mit meinem Werkzeug ranzugehen an den Generator. Vielleicht kann man da noch irgendwas bewirken. Wenn ich mein Werkzeug gerade mal finde. Oder habe ich immer noch keins gekauft oder gefunden oder was auch immer. Aber vielleicht liegt es auch im Kofferraum rum. Nein! Gut, dann gehen wir erstmal noch eins nach unten, eine Etage. Hier sind irgendwelche Rädchen, kann man irgendwas machen. Ich sehe Ausrüstung. Aber nichts Ungewöhnliches. Okay. Weil hier eben auch eine Wache stand. Deswegen könnte man vielleicht sagen, dass hier irgendwas war. Guck mal, hier ist auch ein kaputter Computer. Ich drücke mal hier die 8. Vielleicht kann man da irgendwas machen. Ich kann es nicht reparieren. Ich probiere es ein zweites und ein drittes Mal. Okay. Dann gehen wir einfach mal nach unten. Und werden dann wahrscheinlich einem weiteren Gegnerteam gegenübertreten. So. Ich weiß nicht, was du darüber denkst, aber ich find's ätzend hier. Wovon lebt der Cyborg eigentlich? Wahrscheinlich von Menschenfleisch. Ja, ja. So, was haben wir denn? Wir haben hier eine Person mit einer Schrotflinte oder sowas. Hier ist noch einer mit dem Gewehr, noch einer mit dem Gewehr, einer mit einem kleinen MG oder sowas. Aber bis die bei mir sind, das wird erstmal eine Weile dauern. Alter Schwede, das sind massig Leute. Oh, das ist aber echt viel. Das ist wirklich sehr viel. Vielleicht kann man das so regeln, dass man die nacheinander umbringt. Damit rechne ich fest. Unwissen ist ein Geschenk des Himmels, glaube ich. Ein Khan-Gangster. Wo ist denn der Chef? Das ist eine Wache. Eine Wache. Ich nehme an, der Chef wird wahrscheinlich hier relativ hinten irgendwo sein. Eine Wache. Aber wahrscheinlich du. Ein älterer Mann. Lass dich mal raten, ich habe ja schon gespeichert. Ich kann nicht einfach zu dir kommen, mit dir reden, oder? Ich kann zumindest bis dahin gehen, das ist schon mal was. Oh, tatsächlich. Da bist du ja endlich. Der Retter der Unterdrückten, der Kämpfer für Gerechtigkeit, das Symbol der Hoffnung und Menschlichkeit. Was für ein Idiot. Bevor dir irgendwelche langweiligen Reden schwingt, sage ich dir gleich, dass es mich nicht interessiert. Lass uns gleich zur Sache kommen und das hier beenden. Fast, verdammter Hund. Welcher Hund? Alter, was ist das für eine Waffe? Ein Flammenwerfer, aber natürlich. Und da ist ein Hund. In der Tat. Du musstest im Ödland. Ich musste nicht im Ödland mein Leben lassen. Ich musste in einem Bunker mein Leben lassen. Aber auch okay. Den Hund habe ich ja ganz übersehen. Stimmt, davon war ja auch die Rede. Ich sehe einen Hund. Das ist mir aufgefallen. Vielleicht, wenn ich meinen Naturbursche-Wert auf 1 Million steigere, das ist gar nicht das Richtige, was ich suche, kann ich vielleicht, kann der Hund vielleicht zu mir gehören, möglicherweise. Vielleicht ist das ja Dogmeat, ich weiß es nicht. Der alte Dogmeat. Wir
speichern das Ganze erstmal wieder, beziehungsweise legen wir den Speicherstand wieder fest. Das war der eigentliche Grund, warum ich es gerade gemacht habe. Dann lasst uns doch einfach mal... Wie machen wir es denn? Komm, ich gehe erstmal in diesen Raum hier rein. Und schalte die nach und nach aus. Ah ja, er kommt nah ran. Das ist sehr angenehm. Vielen Dank. Dumm von dir. Oder sie kommt nah ran, muss man fairerweise sagen. Ich ziehe mich ein Stück zur Tür zurück. Du kommst nämlich auch nah ran. Wollte gerade sagen, der Rest müsste auch langsam mal nachkommen. Ich glaube, wir werden den ganzen Kampf in diesem Raum hier begegnen. Weil alle werden erstmal auf mich... Aua. Eindringen wollen. 23 Punkte. Du bist ziemlich gut in dem Job, was du da tust, oder? Genau. So, wie sieht's bei dir aus? Du hast noch 22. Ja, jetzt hast du noch 1. Kann ich noch einen Schritt zurück? Danke, Sulik. Ich stehe jetzt ein bisschen dumm in der Tür, kann das sein? So, 3 neue Leute kommen. Du kannst auch sofort auf mich anlegen. Ist in Ordnung. Ich gebe dir das gern zurück. Und geh mal einen Schritt zur Seite, damit Sulik auch ein bisschen ran kann. Der ist eh gleich tot, der Mann. Buff out, Stimpack. Ich nehme gleich mal selber ein Stimpack, glaube ich. Sehr gut, du bist gleich tot, oder? Du hast... Oh, 25, das ist nicht schlecht. Ja, machen wir es doch so. Ich nehme ein Super Stimpack jetzt auf mich, wenn ich mich treffe. Sehr gut. Hab jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auch sehr gut. Das heißt, ich kann noch einmal auf dich schießen. Mach noch ein bisschen Schaden, immerhin 15. Und Sulik bringt dich um. So, jetzt kommt der nächste schon wieder reingelaufen. Und so läuft es doch schon mal ganz gut, würde ich sagen. So. Hier deine Augen nochmal. Willst du meine Tiefenwahrnehmung einschränken? Was? Ja. Aber auf beiden Augen, würde ich sagen. So, 2 Leute haben wir noch. Das läuft hervorragend übrigens gerade. Kann ich dich überhaupt treffen? Nee, kann ich nicht. Dann kann ich erstmal aller Ruhe nachladen. Und mich hier in die Ecke verziehen. Müsste mich noch weiter laufen. So. Wer ist nahe mir dran? Der Herr oder die Dame mit dem Gewehr? Bitte gehen Sie weg. Ja, mehr kann ich im Großen und Ganzen nicht tun. Außer noch einen Schritt weggehen oder woanders hingehen. Sulik hilft der Dame nochmal auf den Boden. Ist halt ein Gentleman, was soll man machen? Sie muss erstmal aufstehen, jetzt sie wahrscheinlich... Ach, kein Stimpack. Erstaunlicherweise kämpft bis zum Schluss. Und der Mann sticht mir nochmal schön mit dem Messer in die Rippen. Die Dame ist jetzt tot. Und der Herr wahrscheinlich auch gleich. Oh yeah. Gut. Ich würde dann halt den Zug beenden. Und den Kampf beenden. Wunderbar. Ich kann mich wahrscheinlich jetzt hier nicht regenerieren. Gehe mal ganz kurz mal ein Stückchen weg. Weil ich mal kurz die Leute hier looten möchte. Und was haben wir denn? Wir haben allen möglichen Kram. Das übliche, was so Kleingangster bei sich tragen. Was ist das denn hier? Eine Heckler und Koch Course. Wahrscheinlich zu schwer wieder für mich. Nee, ist nicht. Aber die Waffe interessiert mich dann doch schon mal. 15 bis 25. Vielleicht ein neues Gewehr für Cassidy. Okay. Hier ist noch jemand. Noch 3 Leute eigentlich. Was ist das denn jetzt hier? Heckler & Koch P90. Ah, P90. Eine meiner beliebtesten Waffen oder eine meiner bevorzugten Waffen tatsächlich. Bei Counter-Strike damals. 1.6 wohlgemerkt. Ist das 9mm Kugel? Wahrscheinlich passend zu der P90. Ich meine, ich kann die nicht alle tragen. Kann ich nicht. Nein. Kann ich wenigstens einen Teil davon tragen? 1. Nochmal. Ja. Nochmal. Ja. Nochmal. Ja. Nochmal. Ja. Nein. Okay. Sulik. Lass du wollen. Du bist doch jemand, der sich mit Schnellfeuergewehren sehr gut auskennt. Wie wär's, wenn du mal ein bisschen was davon nimmst? Nimm das alles. Nimm auch das. Nimm das, habe ich gesagt. Nimm die bitte alle. Nimm das da noch.
Nimm die Kugeln. Und das Kampfmesser. Immerhin 33 Pfund. Tauschen. Sprechen. Ich hoffe, dass Sulik jetzt nicht überlastet ist in der Zwischenzeit. Ja, und ich wollte hier noch ein paar Dinge aufsammeln, genau. Einige Wurfmesser und so weiter und so fort, aber das war nicht die Person, die ich gerade genau. Das kann ich leider nicht tragen. Kann ich das Gewehr tragen? Ja. Kann ich davon eins tragen? Das kann ich. Kann ich ein zweites tragen? Das kann ich auch, aber ein drittes kann ich aber auch nicht mehr tragen. Sulik, du musst dir wieder ein paar Dinge abnehmen. Es kann sein, dass wir kurz mal raus müssen zu unserem Auto, um unsere ganzen Leute hier zu entlasten. Das ist wieder 26 Pfund immerhin. Was? Ach, geht nicht. Was? Okay, das geht. Das geht nicht. Ach, weil es zu schwer ist, oder was? Na gut. Kannst du noch eins nehmen? Ja, das kannst du. In Ordnung, dann sprechen wir wieder. Wir nehmen auch jetzt die restliche Munition noch mit, weil die kostet wahrscheinlich auch ordentlich Geld. Nein. Nein. Okay, dann halt nicht, aber hier ist noch eine Person. Alter Schwede. Kann ich tatsächlich alles mitnehmen? Ich freue mich. Haben wir hier irgendwas, was mir helfen könnte? Wir speichern das Ganze erstmal. Wir haben einen Computer, das ist schon mal sehr gut. Lass mal kurz reinschauen mit der 9. Der 9. 9? 8? Ich kann es nicht reparieren, aber ich habe doch... Ach, Wissenschaft ist 7. Ach, Entschuldigung. Ich dachte, das wäre 9. Ich lerne nichts. Mach es noch zweimal. Ein zweites Mal lerne ich auch nichts. Ein drittes Mal lerne ich auch nichts. Ich werde mich wahrscheinlich hier nicht regenerieren können. Das ist schon okay. Aber ich würde sagen, bevor ich den Kampf da drüben angehe, der ja schon recht heftig ist, gehe ich nochmal hoch, lad Unmengen an Krimskrams aus in meinen Kofferraum, speichern. Regeneriere mich oben. Und kommt dann das wieder runter. Also das ist doch, ich finde doch ein ganz fairer Deal. So, hier geht's raus. Was wir hier an Werten mitnehmen, und ich wette, einige Waffen sind auch besser, was ich für Cassidy und so weiter und so fort. Und falls wir auch noch jemanden finden, der... Sulik setzen möchte oder der Roger vielleicht aus dem Team drängen möchte, was natürlich was passieren kann, der würde dann auch gleich ein gutes Schnellfeuergewehr bekommen. Ach Gottes Willen, wir müssen ganz raus. Wir müssen ganz raus, natürlich müssen wir das. Dann würde ich sagen, wir werden einfach, ich werde mich ganz kurz mal regenerieren, das mache ich kurz offscreen. Ich habe 6 Trefferpunkte verloren, warum? Ach, wahrscheinlich, weil ich so schwer verletzt bin. Warte mal, das kann ich doch regeln mit meiner ersten Hilfsfähigkeit. Wow, bekomme 2. Naja gut, was soll man machen? Wie viel brauche ich eigentlich noch bis zur nächsten Stufe? 6000 ungefähr. Na, interessant. Dann würde ich sagen, werde ich mich kurz regenerieren bis zu meiner Heilung. Es dürfte hauptsächlich meine Heilung sein. Und in der nächsten Folge werden wir beginnen, den ganzen Kram in den Kofferraum einzuladen. Bis gleich!